Hallo in Deutschland, hier ist Thomas Wannhoff und bisweilen versuche ich ja ein bisschen die Lanze zu brechen für Video in Blogs und deshalb heute logischerweise mal ein Video hier aus dem wunderschönen Phnom Penh. Zwei Themen, über die ich gerne sprechen möchte. Das eine, ich war auf einem ziemlich coolen Kongress hier, dem Cambodian Blogger Summit. Hier, cooles T-Shirt. Das Interessante dabei ist, Kambodschan-Blogger, es gibt Blogger in Kambodscha, ja, eine ganze Menge. Und das Interessante ist, dass die nämlich längst begriffen haben, dass Blogs für sie eine unglaublich tolle Möglichkeit darstellen, sich selbst auszudrücken. Nicht nur zu sagen, ja, heute geht's mir schlecht oder nicht, sondern das ist eine Form der Publikation. Und deshalb war interessanterweise das erste Panel hier auf diesem Kongress ein Panel mit dem Namen Citizen Journalism versus Traditional Media. Und man hat, glaube ich, ganz gut erkannt, welche große Chance, welches großes Potenzial in diesen Blogs überhaupt stecken kann, gerade für die junge Generation, die noch nicht so wirklich gelernt hat, sich selbst auszudrücken, nach draußen zu gehen, seine Meinung zu sagen, was im Übrigen auch damit zusammenhängt, dass es einfach keine Tradition hier gibt. An der freien Presse übrigens scheitert es nicht wirklich, denn die ist in Kambodscha eigentlich gar nicht so schlecht. Man kann eine ganze Menge hier sagen, man versucht immer ein bisschen die politische Ausgewogenheit darzustellen, folgt damit auch ein bisschen dem angloamerikanischen Journalismus. In der aktuellen Ausgabe der Phnom Penh Post war denn auch ein sehr großer Artikel über dieses Blogger-Treffen und auch über die Möglichkeiten, die Blogger haben. Experten hier, ausländische natürlich, gehen davon aus, dass Bloggen demnächst hier reinhauen wird wie Sau. Und zum Schluss noch eine interessante Sache aus der Weekend Edition der Cambodia Daily. Die Cambodia Daily ist eine Art Non-Government Organizations Projekt. Die bekommt nämlich eine ganze Menge Nachrichten zur Verfügung gestellt von DPA, AP und so weiter, damit sie hier eine englischsprachige Zeitschrift, aber auch mit einem khmersprachigen Inlay machen. Und sie haben die Erlaubnis, das zu tun. Interessanterweise gab es jetzt einen Artikel in der Cambodia Daily und da geht es darum, dass der Verlagschef der Cambodia Daily, die, und jetzt muss ich genau hinschauen, Radio Free Asia von der US-Regierung vor Gericht gezerrt hat, die haben nämlich wohl Inhalte der Cambodia Daily einfach so genutzt und gebraucht und das findet er nicht gut. Interessant nämlich, dass in der Tat aus Asien mal nach Amerika der Ruf kommt und sagt, hey Freunde, schon mal was von Copyright gehört. So viel für heute. Schöne Grüße nach Deutschland aus dem ein bisschen regnerischen Phnom Penh, Kambodscha.